Freunde, das heutige Video ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß noch nicht, wie lange das online bleibt, weil es vielleicht sein könnte, dass es ab 18 geschalten wird oder vielleicht sogar gelöscht wird. Darauf komme ich aber nachher zu sprechen in dem Video. Wenn ihr gerade Freunde habt, so die am Lernen sind für morgen Klausur oder Hausaufgaben machen müssen, sagt denen, ey, Stefan, leg den Stift mal zur Seite. Der Mori hat ein wichtiges Video hochgeladen. Guck das mal kurz an. Kannst du weitermachen danach. Also, ansonsten viel Spaß mit dem Video, Freunde. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und zwar zu einem sehr, sehr wichtigen Video. Weil wie ihr bereits am Titel erkennen könnt, spreche ich heute über meine eigene Marke, die ich rausbringen werde. Leute, die mir bereits auf Instagram folgen, wussten, dass ich an so einem Projekt am Arbeiten bin. Ich habe bereits auch für die Brand eine eigene Instagram-Seite gemacht, ihr könnt dort gerne folgen, um auf dem Laufenden gehalten zu werden, um halt weitere Informationen über die Sachen, die ich rausbringe, zu bekommen. Doch bevor ich ein paar Einzelheiten und ein paar Details erzähle, will ich euch eine kleine Geschichte erzählen, also für die Leute, die mir jetzt noch nicht auf Instagram folgen. Ich habe am 31.12.2017, also jetzt vor 2 Wochen, einen Trailer veröffentlicht auf der Instagram-Seite, um sozusagen so diese Promo ein bisschen einzuläuten. Der Trailer hat sich bis zum 4.1., also ganze 4 Tage bis zu meinem Geburtstag gehalten. Danach wurde er gelöscht von Instagram. Und das ist auch der Grund, warum dieses Video hier vielleicht ab 18 geschalten wird, warum es vielleicht gelöscht werden könnte oder so, weil ich den Trailer gleich zeigen werde. Bevor ich jetzt noch großartig was erzähle, zeige ich euch den Trailer. Film ab. Das war der Trailer zu meiner eigenen Marke und jetzt können vielleicht einige verstehen, warum er gelöscht worden ist, obwohl manche halbnackte Bilder online stellen und die online bleiben dürfen, aber das ist ein anderes Thema, sei mal dahingestellt, ob das so richtig ist. Der ganze Trailer wurde von mir eigenhändig geschnitten, es war ein riesiger Aufwand, diese 40 Sekunden überhaupt zu erstellen, die ganzen Clips rauszusuchen, DJ Ball, nochmal Dankeschön an dich, Bro, dass du den Beat gemacht hast, der hat extra, wie gesagt, ein Beat für mich gemacht. Ich habe ihm extra ein Diagramm aufgezeichnet, damit er weiß, wie die Emotionen von dem Beat sein sollen. Das ist alles nicht willkürlich, dass es so ist, wie es ist. Der Trailer heißt The Rise and Fall, also der Aufstieg und Fall. Im Ganzen heißt der Trailer The Rise and Fall, Don't Do Drugs und ich habe mich doch dagegen entschieden, den mit euch zu analysieren. Einfach, weil jeder für sich selber interpretieren soll, was ich damit aussagen wollte mit dem Trailer. Ihr könnt dann mal gerne eure Interpretation in die Kommentare schreiben und jetzt genug über den Trailer gelabert. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ihr in der Beschreibung einen Dropbox-Link findet, wo ihr den Trailer runterladen könnt, weil viele den unbedingt haben wollten. Ihr könnt dann auch gerne bei Instagram hochladen oder bei YouTube. Ihr müsst nur Credits geben und mich oder meine Marke verlinken. Am besten wäre es, wenn ihr beide Instagram-Pages verlinkt. Dann habe ich gar kein Problem damit, dass ihr das postet. Und wie schon gesagt, gerne Interpretationen in die Kommentare dazu. So, zu meiner Marke kann ich noch nicht viel sagen. Der Name ist einmal Mori. Einige dachten, er heißt Mori, also deutsch ausgesprochen, aber ich habe mich für eine französische Aussprache entschieden, weil es einfach besser klingt. Und selbst der Markenname hat einen kleinen Hintergrund. Mit bürgerlichem Namen heiße ich Moritz Richter, also M-O-R-I von meinem Vor- und Nachnamen zusammen, Mori. Die Instagram-Seite heißt Mori-Clothing17. Das Clothing und das 17 ist nur Alibi, weil Mori schon vergeben war. Mori-Clothing war schon vergeben und deswegen muss ich dann zu Mori-Clothing17 greifen. Nur damit ihr wisst, dass die Brand nur Mori ausgesprochen wird und nicht das Clothing noch hintergesetzt wird. Ich glaube, ihr merkt schon an dem Trailer, dass es was Besonderes wird, dass ich mir da Gedanken gemacht habe und dass es nicht einfach irgendwas Hingeklatschtes wird. Jeder weiß, was ich bei Klamotten feiere, dass es ein Konzept hat, dass es gleichzeitig gut aussieht und dass es tragbar ist. Ich will, dass die erste Kollektion, die übrigens im Februar rauskommen wird und den Titel Timeless Love tragen wird, noch greifbar für die Menschen sein soll. Wie gesagt, bei den ersten 1-2 Kollektionen will ich noch auf große Extravaganz verzichten. Wir werden sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe gerade schon gesagt, im Februar wird die erste Kollektion kommen, ob es jetzt am 1. oder am 28. Haben wir dieses Jahr vielleicht Schaltjahr? Ob sie am 1. oder am 28. Februar rauskommt, weiß ich noch nicht. Daher solltet ihr der Instagram-Seite auf alle Fälle folgen, damit ihr immer informiert seid. Und ich habe gesagt, dass die Kollektion Timeless Love heißen wird. Also ich werde jetzt auf großartige Zahlen, wie zum Beispiel bei Kanye West mit Yeezy Season 1, 2, 3, 4 verzichten. Jede Kollektion steht für sich und jede Kollektion mit einem eigenen Namen haben, um den ich halt die Klamotten so rumbaue. Timeless Love, zeitlose Liebe. Seid mal gespannt, was ich mir da überlegt habe. Die Samples für die Kollektion sind bereits bestellt, also ist alles schon fertig und wird jetzt gerade verarbeitet. Und das soll jetzt auch einfach nur ein kleines Informationsvideo sein, dass ihr wisst, an was für einem Projekt ich Ende letzten Jahres gearbeitet habe. Ich weiß, das haben schon viele gesagt, die Klamotten rausgebracht haben, aber es kommt dieses Jahr vieles auf euch zu. Ich bin schon an der 2. und 3. Kollektion am Arbeiten. Bin mit der 2. schon zu 80% fertig und bin jetzt an der 3. dran. Ich bin mal gespannt, wie die Sachen bei euch ankommen werden. Ich bin auf alle Fälle sehr, sehr froh, dass ich jetzt so eine Art
ja, kreatives Ventil habe. Nicht nur meine Instagram-Bilder, nicht nur in gewisser Maße meine YouTube-Videos, sondern auch noch eine Marke habe, wo ich Klamotten habe, wo ich kreativ sein kann. Und ich sage es noch ein drittes Mal, folgt gerne der Instagram-Seite von meiner Marke Maury_clothing17. Schaut in die Beschreibung, ladet euch dort den Trailer runter, postet den alle auf Instagram, spammt durch Instagram mit diesem Trailer voll. Leute melden diesen Trailer, damit er gelöscht wird, weil sie die Kunstform nicht verstehen. Also zwingen wir sie einfach. Ansonsten Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf die Brand und auf die Sachen, die ich rausbringe. Vertraut mir einfach. Gebt diesem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Und ansonsten, ciao.